immer ein Liter Zeit. Dann ziehst du ein Bein an die
ich mir einen Fersenschuh und dann geht die Übung ganz einfach so, Bein heben und wieder senken, heben und wieder senken. So weit offen mit deiner Fußsohle, dann stehen wir einfach an den Knochen. Das machst du nun mit einer Seite, 60 Sekunden lang, kleine Pause, dann kommt wieder dein Kreisbein rein, kleine Pause und dann ist die andere Seite dran. Okay. Alle Übungen habe ich dir jetzt gezeigt und wenn du jetzt immer dran denkst, dass du den Wechsel machst zwischen einer Kräftigungsübung und der Übung mit dem Seilspringen, hast du alles in allem 30 Minuten Workout geschafft für heute, kannst du alle zwei Tage wiederholen oder gehst zwischendurch spazieren. Wichtig ist nur, bleib gesund und achte auf dich. Bis dann!